So, wir haben natürlich nicht nur eine Rede der Aktivistinnen, sondern auch Stellungnahmen von verschiedenen Organisationen, NGOs. Und da hätten wir als erstes eine Stellungnahme von der Anni Knapp von der Asylkoordination. Ich habe sie noch nicht gesehen. Da ist sie. Ja, toll, dass so viele Leute sich diesem Protest anschließen. Ich wollte diesen Vorstoß in Niederösterreich eigentlich ein bisschen in einen größeren Rahmen stellen und sagen, dass wir uns in einer Zeit, in einer Phase befinden, wo Asylwerber als Bedrohung wahrgenommen werden, wo Asylwerber zurückgedrängt werden sollen, entweder gleich zurück bis in ihre Herkunftsländer oder eben zurück in Quartiere, aus denen sie sich nicht mehr rausbewegen sollen. Sie sollen einfach unsichtbar bleiben. Wir wollen mit der Frage Flucht und Asyl uns nicht mehr auseinandersetzen, uns nicht mehr damit beschäftigen und nicht gefordert werden, weil natürlich brauchen wir Lösungen und sind alle Menschen aufgefordert, zu dieser Lösung auch etwas beizutragen. Wir haben in Niederösterreich jetzt eine sehr besorgniserregende Entwicklung zu beobachten, dass hier vom Landesrat für Integration auch die Zuständigkeit für Flüchtlinge und Asyl zugeteilt wurde diesem Landesrat und der natürlich nichts unversucht lässt, um Flüchtlinge ja, auszugrenzen, anzuschwärzen, so wie es eben die Linie der Partei, der FPÖ in verschiedenen Fragen, die mit Migration zusammenhängen, eben ist. Eine dieser Initiativen ist es, dass Flüchtlinge eben nur noch beschränkt das Quartier verlassen können sollen, in dem sie untergebracht sind. Wie genau das letztlich exekutiert wird, wissen wir im Moment noch nicht. Wir sind also wirklich dankbar, wenn diesbezügliche Beobachtungen von euch auch an uns herangetragen werden, damit wir beobachten können und auch dokumentieren können, wie weit hier Menschenrechtsverletzungen dann passieren. Dass es sich um Menschenrechtsverletzungen voraussichtlich handeln wird, ist klar. Weil jeder Mensch hat natürlich das Recht auf persönliche Freiheit und wenn ich das Quartier nicht mehr verlassen kann, ohne massive negative Folgen befürchten zu müssen, dann ist das ganz klar eine Freiheitsbeschränkung. Mit Nötigung. Wie weit hier Mittel eingesetzt werden, um solche Freiheitsbeschränkungen durchzusetzen, das kann man im Moment noch nicht abschätzen. Ich habe bisher noch keine einzige Aktion berichtet bekommen, wie solche Maßnahmen dann ablaufen sollten. Aber natürlich sollten wir alle wachsam sein, beobachten, dokumentieren und wir werden als Asylkoordination sicher auch aus gegebenen Anlass dann auch versuchen, Informationen an Quartiergeber weiterzugeben, wo sozusagen ihre Handlungsmöglichkeiten liegen und wo sie auf keinen Fall sich zum Handlanger der Politik machen dürfen. Weil letztlich ist die Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden ein humanitärer Auftrag. Es ist ein Auftrag, bei dem ganz klar die Wahrung der Menschenwürde oberste Priorität haben muss. Und es kann eben nicht im Sinne der Menschenwürde sein, wenn Grundrechte dabei verletzt werden. Das ist ganz klar. Ja. Ich möchte auch noch ganz kurz weiterspinnen den Gedanken, weil ja diese Menschenwürde auch zentrales Anliegen bei der Unterbringung und Versorgung ist. Und hier erscheint mir das Grundversorgungssystem eines, das tatsächlich reparaturbedürftig ist. Wir haben seit Jahren einen gleichbleibenden Beitrag für Asylsuchende in einem organisierten Quartier. Der Beitrag für Taschengeld, der magere 40 Euro im Monat beträgt. Dann haben wir verschiedene Regelungen, dass eben Asylsuchende wenig motiviert werden,
auch eine gemeinnützige Beschäftigung oder andere Beschäftigung aufzunehmen, weil sie dann um ihre Versorgung und Betreuung durch die Grundversorgung fürchten müssen. Also hier gäbe es relativ viel Ansätze, um das österreichische Versorgungssystem menschenwürdiger zu gestalten. Das wäre eigentlich der Auftrag an die Landesregierung, auch in Niederösterreich, aber auch die anderen Landesregierungen, den sie wahrnehmen sollten, und nicht Flüchtlinge so zu behandeln, dass Flüchtlinge keine Motivation mehr haben, überhaupt nach Österreich zu kommen. So schaut leider ein Teil der Maßnahmen, die jetzt umgesetzt werden, aus. Ja, also ich hoffe, ich bekomme keine Meldungen über diverse Vorkommnisse, weil ich auch hoffe, dass die Waldhäusl-Weisung nicht vollzogen wird. Hoffentlich.